Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen heute mal wieder den wunderschönen neuen Tavern Brawl. Und dieser Tavern Brawl ist tatsächlich mal ein bisschen was Neues, ein bisschen was Interessantes, aber wieder ein bisschen mit Randomness behaftet, möchte ich mal sagen. Denn der Tavern Brawl ist Unidentifier Brawl. Das heißt also, wir können aus dem Titel schon lesen, es hat irgendwas mit den Unidentified Items zu tun, die wir ja seit dem letzten Set haben. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. After a very successful dungeon run, your bag are overflowing with unidentified loot. Take a random deck into battle and identify those items. Wir kriegen daraus ein wunderschönes Pack und tatsächlich habe ich schon ein Pack schon gekriegt hier durch die Championship, die gerade ja irgendwie läuft. Und ja, ich habe auch noch eine kleine andere Sache gemacht. Und zwar wollte ich jetzt mal gucken, dass wir auch mal ein bisschen wieder auf den neuen Kartenrückenstand kommen. Und zwar ist das der neue Kartenrücken, den man ja jetzt für die letzte Season kriegt. Und ich muss ja einfach mal sagen, Leute, das muss man einfach mal auch ansprechen hier. Er ist ziemlich cool. Ich finde die Animation super, super cool, wenn die genauso aussieht, wenn sie genauso auch im Spiel aussieht. Also, wenn der Gegner sie natürlich hat. Wir spielen ein bisschen Hunter und ein bisschen Warlock wahrscheinlich. Hoffen mal, dass wir hier einen Win rauskriegen vielleicht. Wäre ganz nett. Wäre tatsächlich ganz nett. Ich habe das Ganze schon gerade eben versucht, einmal aufzunehmen. Zumindest ein Game wollte ich aufnehmen. Da ist mir aufgefallen, huch, meine Aufnahme funktioniert nicht so ganz. Das ist ein bisschen unpraktisch gewesen, aber es kommt vor. Jetzt einfach mal schauen, ob wir mit dem Hunter hier was hinkriegen. Wo ich versucht habe, es aufzunehmen, wurde ich einfach mit dem Hunter zerrupft. Und zwar richtig zerrupft. Also in die Luft geworfen und zerrissen einfach. Wie so ein Blatt Papier, möchte ich mal sagen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass der Mage hier eine super, super gute Klasse ist wieder, weil irgendwie der, gegen den ich letztes Mal schon gespielt habe, hat auch den Mage genommen. Okay, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Wir brauchen Early Game, Leute. In dem Tavern Brawl kann ich euch eins sagen, Early Game ist super, super important. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Sache, möchte ich sagen. Das möchte ich tatsächlich sagen, es ist eine sehr, sehr gute Sache. Minion One Attack, Greetings. Ja, ist okay, aber nicht optimal. Ist okay, aber nicht optimal. Wir spielen gegen den Doktor, Leute. Oh mein Gott, ist es der einzig echte und wahre Doktor? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay. Was kommt raus? Kommt hier der Ping? Wahrscheinlich kommt der Ping. Ja, der Ping kommt raus. Habe ich mir fast schon gedacht. Das ist die Karte wäre gegen jede andere Klasse gut gewesen, außer gegen den Mage, weil der Mage natürlich pinkt, aber es hat uns einen Zug Zeit verschafft. Und das ist sehr, sehr wichtig, habe ich so das Gefühl, hier in dem Tavern Brawl. Können im nächsten Zug... Oh, ein Secret. Ein Secret. Komm, Minions. Oder keine Minions. Wir spielen ihn mal raus. Hitten ihn für 2, machen einen Turn. Ich meine, wir können hier nichts anderes machen. Wir müssen in dem Tavern Brawl ein bisschen das aggressivere Matchup mit einnehmen, weil es geht irgendwie nicht anders mit dem Hunter, habe ich so das Gefühl. Jetzt gucken wir mal, ob er unseren Taunt copiert. Kriegt einen Spell? Kann den Spell vielleicht casten? Oder auch nicht. Doch, er kann ihn casten. Die Frage ist nur, ob er es tun wird. Er hat wirklich einen Lesser Ruby Spellstone aus dem Lesser Ruby Spellstone gekriegt. Und mal Taunt. Con. Counterspell. Ach komm. Was soll der Geiz, Leute? Was soll der Geiz? Wir brauchen Minions auf dem Board. Wenn wir jetzt einen Zug länger gewartet hätten, wäre das auch nicht ganz intelligent gewesen. Das wäre ganz und gar nicht intelligent gewesen, hier noch einen Zug länger zu warten. Es ist halt jetzt die Frage, hat er das Removal und spielt er das Removal halt auch auf den Minion? Das ist halt immer so die wichtige Sache, die er jetzt hier entscheiden muss. Ja, er geht tatsächlich auf das Removal über den Maul, was für uns gar nicht so schlecht ist, weil wir ihm halt damit aktiv Damage machen können. Und Damage ist hier sehr, sehr wichtig. Ah, die Huntress ist hier maybe gar nicht so schlecht. Get behind me, dude.
Ich habe echt manchmal das Gefühl, das Spiel will mich einfach nur verarschen. Manchmal habe ich wirklich dieses Gefühl. Natürlich hat er... Erstens mal hat man random Karten im Deck. Zweitens mal hat er aus 30 Karten, jetzt insgesamt 30 Karten, hat er genau zum richtigen Zeitpunkt natürlich den Leviathan getopdeckt. Okay, den muss ich removen. Den muss ich save, removen. Weil sonst haben wir hier richtig harte Probleme. Der Inspire ist einfach viel zu kritisch hier. In dem Tavern Brawl, wo man die ganze Zeit nur irgendwelche Scheiße kriegt. Zumindest wo ich immer nur irgendwelche Scheiße kriege. Es ist so unlucky, der dumme Leviathan. Der dumme Leviathan, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Ah, Silverhand Recruits. Das ist sogar mal was ich sehr, sehr gerne sehe. So. Theoretisch können wir da hier jetzt ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, der Tavern Brawl kommt mir halt wirklich, ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie bis jetzt noch nicht so wirklich. Er ist sehr, sehr komisch. Echt krass mit Randomness behaftet. Oh, what the fuck. Noch ein, nee, warte mal, kann er nicht. Kann ich, Leute, kann ich. Macht das Divine Shield weg und killt ihn. Geht Face. Ob das die richtige Entscheidung ist? Ob das die richtige Entscheidung war, mein Freund, ist die Frage. Zack. Hit. Plus one, Maul. Hero Ability. Wir machen einen Race. It's time to race. It's time to race. Er müsste jetzt doppelt... Er müsste das seinem Dude Windfury geben können, dass er uns töten kann. Er müsste Feuerball plus Frostbolt haben, damit er uns liefern könnte. Er müsste eine fucking Flame Cannon rausgezogen haben, um uns liefern zu können. Ah, ein Damage, Leute. Ein Damage off sind wir. Wenn er jetzt tradet. Ein Damage off. Aber er kann uns dann trotzdem nicht töten. Außer er hat irgendwie einen guten Spell. Komm schon. Taunt. Taunt ist actually gut. Damit sollte er nicht durchkommen. Und im nächsten Zug sterben. Jetzt gucken wir doch einfach mal. Was können wir machen? Wir können ihn spielen. 1, 2, 3... I'm unstable. Und wir geben allen Taunt. Damit kann er uns keinen Damage machen und wir sollten ihn liefern können. Außer er macht jetzt uns irgendwie... Er könnte beide traden und... Also jetzt ist wirklich Randomness entscheidend. Wenn er beide traden kann, gewinnt er das Spiel wahrscheinlich. Plus 2, plus 2 und Divine Shield. Ah, er könnte noch den anderen Ding haben. Und Ping. Ah, unlucky. Aber es reicht ihm nicht. Hat er die Arcane Missiles? Hat er die Arcane Missiles? Hat er nicht. Woo! Eieiei, was für ein Game, Leute. Oh. Das hätten wir nicht gewinnen dürfen. Aber wir haben es trotzdem gewonnen. What the fuck? Aber wir haben es gewonnen. Das heißt, wir können nachher zwei wunderschöne Packs aufmachen. Es freut mich tatsächlich. Okay, wir werden das Ganze nochmal spielen mit dem Warlock, weil der Warlock ist natürlich sicherlich die beste Klasse, weil der Warlock einfach die beste Klasse ist. Und schauen einfach mal, ob wir hier vielleicht noch einen Sieg rausziehen können aus der ganzen Situation. Das muss ich mal ganz kurz hier nebenher gucken. Okay. So, wir gucken mal. Oh, wir haben einen 3-Drop und zwar einen 3-Drop-Minion. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, Leute. Das ist ein richtig, richtig gutes Zeichen. Okay, komm, hier einmal. Ein einziges Mal.
bitte. Oh, da hat Stuff, deswegen hatten wir das auch. Ein einziges Mal bitte den Maul, der uns die Ding gibt. Die zwei Rekruten. Das wäre super, super sick. Komm, Recruits. Nice. Oh mein Gott, guckt euch dieses Early Game an. Turn 2. Turn 3 oder Turn 3. Turn 4 mit Divine Shield. Oh. Herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderschönen goldenen Karte. Oh mein Gott, ein One-Drop. Ein One-Drop Angry Chicken. Oh mein Gott, das ist die Combo, Leute. Turn 4 Combo haben wir hier. Turn 4 Combo Time habe ich gehört. Das wird sehr, sehr cool. Wird überaus cool, kann ich euch jetzt schon sagen. So, Hero Ability ist sehr gut. Wir spielen jetzt ihn hier raus. Nice. Nee. Wir machen lieber 2 Damage. 2 Damage ist besser als 1 Damage. Habe ich gehört. Turn 4 wird jetzt richtig, richtig hart gekombot. Angry Chicken Combo. Oh mein Gott, wenn das funktionieren wird, das wäre so gut. Es wäre einfach so optimal, Leute. Coin auf 3. Maul. Oh. Ja gut, damit tötet er ihn. Wir müssen hier rein traden. Hier nochmal einen Hit setzen. Aber unsere Angry Chicken Combo ist online. Unsere Angry Chicken Combo ist online, Leute. Ob das funktionieren wird, ob das eine gute Idee war. Aber ich meine, ein bisschen Spaß muss sein. Oh. Ja gut. Ja gut. Was wollen wir hier tun? Wir spielen den Frog. Wir müssen hier das Chicken reintraden. Das ist eigentlich sad. Ich hätte gerne mein Chicken gebufft. Ich hätte sehr, sehr gerne mein Chicken gebufft, aber irgendwie wollte das Spiel das wohl nicht. Stell dich mal vor, wir hätten jetzt so wirklich so ein, keine Ahnung, wie viel kriegt das Chicken nochmal? Plus 5 Attack, ja? Wo ist es denn? Ja, ich glaube, es sind plus 5 Attack. Das ist uncool. Aber nicht so uncool tatsächlich. Pachés, Leute, Pachés. Wollen wir Pachés? Ne, wir nehmen den Zombie Chow. Zombie Chow ist hier ein bisschen mehr Damage. Auch wenn er sich dann healen kann, wenn er einen Board Removal hat, aber er sollte trotzdem Value bringen. Ich meine, 1 Mana 2-3 ist eigentlich okay. Ihn tötet nur der Lightning Storm. Ja, das ist eine ganz nette Karte. Oh, Identify. Hero Ability. Play. Wir machen hier einen guten Deal. Und der Turn. Ja, die Karten waren zumindest im Early Game sehr, sehr gut, aber im Late Game werden sie halt leider nicht besser. Ich meine, oh nein, kein Taunt. Divine Shield. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 14 Damage, Face. Okay, nicht ganz 14 Damage Face, aber trotzdem 14 Damage sind 14 Damage, die er auf unsere Minions verteilt hat. Und er hielt sich um 5. Das ist nicht optimal, Leute. Und wir müssen ihn irgendwie töten. Na, maybe. Lifesteal. Das ist sehr, sehr gut. Gucken wir mal, was wir kriegen. Patches wäre gut. Power Overwhelming. Eine der besten Karten aus dem Wild-Format. Power Overwhelming. Silence! Was hat der für ein Ding? Achso, dass er stirbt. Silence. Enter. Bye bye. Er hat halt mehr Karten als wir. Wir haben aber dafür, muss ich sagen. Das Summoning Portal ist meiner Meinung nach nicht die beste Karte hier in dem Deck. Habe ich so das Gefühl.
Okay, Return That Minion ist natürlich super, super sick. Muss man einfach sagen, wir healen uns aber jetzt hier um 4 und das ist okay. Stranglethorn. Oh, er möchte traden und dann den Stranglethorn buffen. Ich sehe schon, was er vorhat. Und wir kriegen Divine Shield. Divine Shield ist gut. Life Tap. Maul. Blessed Maul. Wir haben große Probleme. Nicht nur große Pläne, sondern auch große Probleme, Leute. Das sieht nicht gut aus. Warum? Warum hat der solche Karten und ich nicht? Ich krieg nur Early Game Crap gerade. Es wäre cool, wenn wir jetzt irgendwie mal ein Maelstrom Portal ziehen oder sowas. Das wäre tatsächlich mal Value, Leute. Guckt euch das an. Er hat Illidan, er hat den Trog, er hat den komischen Ding. Aber wir haben richtig geil Renounced Darkness, Leute. Komm, hier, zack. Extraordinary. Nein, wir hatten Blood Reaver Gul'dan drin. Oh. Shit. Oh, wie unlucky. Wie unlucky. Oh, es wäre so schön gewesen, wenn wir den Blood Reaver Gul'dan rausgezogen hätten. Und dann, ja gut, okay, wir hätten nicht viele Minions beschworen. Wir hätten, was haben wir denn da? Wir hätten ein Ding beschworen. Einen Malchazar's Imp. Das wäre es, glaube ich, gewesen sogar. Oh Gott. Was ist da denn schon wieder los, Leute? Darauf muss ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken, zur Beruhigung. Ich muss sagen, es ist so mega praktisch, dieser Mikrofonhalter, der bedeckt zwar hier jetzt ein bisschen mehr das Ding, ich kann ihn theoretisch noch ein bisschen runterstellen, so. Ja, jetzt werde ich natürlich in Steam angeschrieben. Aber das kriege ich schon irgendwie hin, dass es irgendwie funktioniert. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Und jetzt kann ich mich nicht ganz nach hinten lehnen, aber ich kann das hier machen, um zu trinken. Vielleicht verkackt das ja jetzt. Ist schon ein bisschen lustig. Wer will denn das was von mir? Was macht er jetzt? Er macht gar nichts. Okay. Oh mein Gott. Value time. Value time. Was war bei ihm los, Leute? Nobody knows the trouble I've seen. Ja, der soll ruhig gebufft werden, Leute. Suffer. Er müsste jetzt... Ist er jetzt echt AFK? Oh, Luft. Easy game. Easy game, Leute. Der hat einfach Angst gekriegt. Der hat sich gedacht, oh mein Gott, das Scroll. Ich kann ihn nicht verlieren lassen. Der ist zu gut. Oh mein Gott, das ist tatsächlich eine gute Waffe ausnahmsweise. Aber warum kostet die 1? Ah, wegen Ding. Ich weiß schon, warum die 1 kostet hier. Wegen unserer sicken Ding hier. Wegen unserer sicken Renounced Darkness Action hier. Die absolut Value war. Naja, das war auf jeden Fall der zweite Win. Natürlich der zweite einfache Win, weil wir sind natürlich Pro-Gamer. Und wie es sich für Pro-Gamer gehört, gibt es jetzt noch ein kleines Pack-Opening. Und zwar haben wir zwei Packs, die wir aufmachen werden. Einfach mal schauen, was wir Schönes drin haben. Zuerst mal das Classic. Guck, jetzt könnt ihr euch nochmal den wunderschönen Kartenrücken hier angucken. Wir haben eine Epic. Finde ich okay. Shadowstep in Golden ist tatsächlich ganz cool. Und unsere Epic ist Shadowform. Das ist schon mal Dust. Unser nächstes Pack hat vielleicht eine Legendary drin. Eine Rare. Noch eine Rare. Noch eine Epic vielleicht. Ja, wir wollen mal nicht zu greedy werden. Golden Rare. Golden Rare. Schade. Ja, es sind aber tatsächlich ganz nette Packs gewesen, muss ich sagen. Ich finde, ich bin ja in letzter Zeit ein bisschen wieder der Fan geworden, so in Richtung sammelmäßig, kann ich ja mal jetzt hier so ein bisschen sagen.
Ich finde es sehr, sehr schön, wenn es ab und zu so goldene Karten sind, die wir hier rausziehen. Gut, Shadowform ist für mich halt einfach Dust. Es ist nicht anders, aber ich finde zum Beispiel die Karte hier sieht einfach super, super schön aus, Leute. Super, super schön. So, ich bedanke mich hier jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Türelü!